Einen wunderschönen guten Tag zurück zu Thief Deadly Shadows und willkommen in Alldale. Und soweit ich mich recht entsinne, waren wir hier noch gar nicht. Das ist ein... This is Alldale, one of the richest districts of the city, where high society types take strolls in the park or visit the museum with all their leisure time. Every thief in town knows there's plenty of wealth and baubles to be stolen among the opulence. Only a few know how to get at it. But I've got other things on my mind. It's not enough that every keeper in the city is trying to kill me, but now there's a mysterious old woman after me as well. So I've come to Alldale to find Inspector Drept. From what I've heard, he's obsessed with the fable of a murderous hag, and I'm sure there's a connection. I hope he has a lead for me, because if he doesn't, then I'm at a dead end. Einen Moment. Müsste mal eben hier so. Tag 7 sind wir übrigens schon. Also nach jeder Mission, die wir haben, vergeht ein Tag. Das ist Alldale, eines der reichsten Viertel der Stadt. Hier schlendern die Damen und Herren der feinen Gesellschaft durch den Park oder verbringen ihre Freizeit im Museum. Museum. Jeder Dieb der Stadt weiß, dass in den Häusern dieser reichen Säcke unzählige Schätze auf einen ehrlichen Finder warten. Allerdings wissen nur die wenigsten, wie man an sie rankommt. Na, aber ich habe momentan andere Probleme. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass mich die Hüter beseitigen wollen. Nö, jetzt ist auch noch eine mysteriöse alte Frau hinter mir her. Super. Deshalb bin ich in Alldale. Ich muss mit Inspektor Drept reden. Nach allem, was ich gehört habe, ist er besessen von der Geschichte einer mörderischen Hexe. Hoffentlich hat er eine heiße Spur für mich. Falls nicht, tja, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Und da sind wir in Alldale. We're lucky to have him. With Inspector Drept taking offices so close, should keep the riffraff at bay. I haven't noticed any difference in the level of riffraffity. In fact, I don't feel safe walking down my own street. And Wilson says there's an absolute throng of pagans that have taken over the park. Throng, really? Is he sure it's pagans? Maybe they're just, you know, shabby. Either way, when's the last time you enjoyed a stroll through the Alldale Public Gardens, Lady Cafferty? Well, just the other... Was it... I'm sure I recall it wasn't too long ago. So much for your Inspector Drept keeping us all safe. Really, Oscar, you poo-poo everything. Besides, I really do feel safer. I'll wager you only feel safe when you're in the pub, considering the inspector's workshop is right near there. Am I right? Tut tut. The discussion is over. Ja. Ein vielleicht etwas kleinerer, aber durchaus vielleicht anzubringender Kritikpunkt für Leute, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ich höre immer nur auf die englische Sprache und gucke eigentlich selten auf die Untertitel. Aber die Untertitel, die Deutschen, die haken dann doch zeitlich etwas sehr danach. Zumindest zum großen Teil. Hätte man eventuell besser lösen können. Hier dürfen sie auch noch nicht aufgeschreckt sein. Why? I can't even get into my own shop. Yeah, about that. See, I decided it ain't your shop no more. For a second, I thought I saw something. You can't do that. I'll go to the city watch. I have friends in high places. Evening, officer of the watch. Sure, go tell your friends about how you sold me fool's gold. They'll be really extra special interested in that part. Are you sure you want your friends checking on the things you sold them over the years? Well, the nerve of your insinuation. Still, I don't see you running out the door to tell the city watch. I could repay you. It would just take me a few days, gather the cash. It's too late for that. Besides, it's more than just the money, see?
I gotta make an example of you. Just so as everyone knows, they can't mess with Jimmy the Knife. Well, I'll just go to my shop then and remove those boards myself. Sure, you could try to play it that way. But if I see you doing it, I'm gonna have to kill you. Kill me? You! You're the one who deserves to die! That almost sounded like a threat, Fogarty, you worm. Don't make me make an example out of you. Now scram. I hate the sight of you. Ein neuer Hinweis. Fogarty, der Goldschmied, kann sein Geschäft erst wieder öffnen, wenn Messer Jimmy tot ist. Messer Jimmy hält sich normalerweise auf dem All Day Plaza auf. Und das da oben ist Messer Jimmy. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind wir am All Day Plaza. Und hier unten ist ein Markstein. Ich werde nicht müde, die auch mal zu beschießen. Okay, Messer Jimmy erpresst also den Kerl da. Kommt davon. Oh, Junge, ich hab dir einen Gefallen getan. Was willst du eigentlich? Oh, was haben wir denn hier? Das Bradshaw-Denkmal zu Ehren von Sir Bradshaw, S. Aldale, dem Gründer des Viertels. Wait, this isn't what I saw. I'll check around if you're sure this is the right spot. Ja, aber bitte check hier oben nicht around, das wäre ein bisschen. This is murder. Shit, ich glaube, der hat da unten den Körper gesehen. Stop hiding now. Hiding never solved anything. Du bist nicht der Erste, der das sagt, aber du bist der Zweite, der sich irrt. Das ist eine Philosophie, wa? Dankeschön. Okay, also. Das hier scheint der. Der Schuppen des Goldschmieds zu sein. Oh. Achtung! Fogartys Goldschmiede bleibt bis auf weiteres geschlossen. Gezeichnet: Messer Jimmy, der neue Besitzer. Nee, Messer Jimmy. You made your payment without me. Du hast deine Rechnung ohne mich gemacht. Ach, da ist ein Feuerfall. Sicher, ich dachte schon, was ist das denn? Ich glaube, hier selten werden wir öfter hergehen. Vielleicht ist es deswegen gar nicht mal so unratsam, das Ding auszulöschen. Trouble.